wieder. Und daher müssen wir mal abwarten, wie schnell auf diesen Passagen die Strecke abtrocknet. Klar ist, sobald die Runde so einigermaßen abgetrocknet ist, muss man Reifen wechseln, weil selbst wenn es an der einen oder anderen Stelle Pitsche Patsche nass bleibt und die andere Hälfte der Nürburgring-Nordschleife ist trocken, da gibt es, denke ich, nur noch eine einzige Entscheidung. Und diesen Zeitpunkt richtig zu erwischen, wenn ich wann komme ich rein, um die Reifen zu wechseln, das wird sicherlich auch das Schlüsselergebnis heute beim Stuttgart. Definitiv, denn eine Sache ist auch klar, wir haben ja in den Boxen bis zu fünf Manschboxen, sogar mit sechs Fahrzeugen bestückt. Und da ist es natürlich dann auch immer die Frage, wie kommt man ran, wie kommt man an die Tanksäule ran, wie ist die Situation vor den Boxen, wenn ich zum Beispiel sehe bei Klaus und Motorsport oder bei Black Falcon, die natürlich dann noch zwei Top-Motors einsetzen, Phoenix, Marcello oder Gatsby. Kommt natürlich dann wahrscheinlich auch zum selben Zeitpunkt rein. Natürlich hat man da verschiedene Crews. Die eine Crew macht die Start Nummer 6, die andere Crew macht die Start Nummer 16. Aber nichtsdestotrotz ist da reichlich Betrieb, da ist viel los. Da muss man wirklich genau erwischen den Zeitpunkt, wann das Auto kommt. Da ist ein bisschen Glück mit dabei, ist aber auch ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Routine, wann und wie man hier in die Boxen kommt, um nachher da auch zu wechseln. Fakt ist, das wird in wenigen Runden soweit sein. Bevor es dann nachher losgeht, gehen wir nochmal runter zu Lars Gutsche. Der hat den ersten Gesprächspartner. Gut gelaunt, während die Sonne jetzt hier rauskommt. Landbahn 2 in der ersten Startreihe. J2 Racing. Uli hat es schon erklärt, wie der Name zustande kommt. John und Janine. So, you're happy to be here at the sunny Nürburgring? Very happy. John, I'm all back to for us today. You're very fast on this track, but did you ever race here when it's completely wet during the race? Yes, for sure. It's always a crash. Wet, dry. Das Problem, die ist unter allen Wetterungsbedingungen, auch wenn es ein Rennen komplett nass ist, was es einfach für den Rennfahrer am einfachsten macht, als wenn du immer schauen musst, wo ist es trocken, wo ist es wieder mehr nass. So, John, what can we expect from you, from your teammates, and from your team during this 6-hour race? Well, hopefully a successful race. That one step on the podium. One, that's our time. However, it's impossible to have a full strategy in a weather like this. So, we're going to start, driver. Einmal der DFB. Der Ringer, 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 der
Thank you.